Hallo und willkommen zurück zu Risen. In der letzten Folge haben wir es dann endlich geschafft, mal zur Hafenstadt zu kommen, sind aber noch nicht reingegangen. Wenn wir überhaupt reinkommen. Das Ganze wird sich jetzt zeigen. Ich schaue nur noch eben hinten nach und dann werden wir mal mit der netten Stadtwache da drüben sprechen. Ein Mann von der alten Garde. Naja. Gut, hier sind schon wieder starre Ratten. Da möchte ich wieder sachte rangehen. Oh, hier liegt eine Tote. Okay. Jawoll, ja, das hat doch gesessen. So, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Nehmen wir alles mit. Und. Leichen plündern. Das ist zwar nicht so die feine Art, aber. Da führt es leider kein Weg dran vorbei. Eine Wichtelkappe. Gut, wir öffnen noch den Geldbeutel. Hoffe ich mal, dass es das geht. 25 Münzen, sehr schön. Und dann geht's zum Tor. Ja, letztes Mal hat es mich auch schon erwischt, das erste Mal. Da habe ich gegen zwei Gnome verloren. Die waren ein bisschen zu stark für den Anfang. Aber gut. Okay, muss ich hier draußen noch irgendwas erledigen? Hier ist noch eine Pflanze, die nehme ich noch mit. Ansonsten schätze ich Feuer. Ich brate noch mein Fleisch und dann geht's aber auch wirklich rein. Ich will ja hier nicht zu lange rum trödeln. Sieht richtig lecker aus. Yummy. Hähnchenkeule. Gebratenes Fleisch. Nom nom nom. Und das noch. Brathering. Ja. Bin mal gespannt, was uns drin erwartet. Also, um genau zu sein, weiß ich genau, was uns drin erwartet, aber. Naja. Hey du, was machst du erstmal hier reinkommen. draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt Doch, das höre ich rumzutreiben? alle 3 Meter ungefähr. Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme Das macht gelaufen. Man doch nicht. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Okay, wie viel denn? Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Okay. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte Na, oh, recht hat er recht. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Das klingt doch sehr vernünftig. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Ach, so viele neue Leute. Was kannst du mir über Carlos, Kommandant Esteban. Carlos? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig. Klingt, als würde aber er das irgendwie kann sich dazugehören. Jederzeit ändern. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen, aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen das ist schon mal in der meins. Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert Ach, alles bist. Aberglaube. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Das klingt schon ein bisschen nach Gehirnwäsche. Vielleicht wurden sie einfach. Tun wir mal ein bisschen überzeugt. Naiv. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Der Sache gehe ich mit Sicherheit noch auf den Grund.
Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Warum denken das alle von mir? Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl. Ihr wisst schon. Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war früher war alles besser. Gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Siehst du? Ein Geschäft ist ein Geschäft. Hab ich's doch geahnt. Irgendwie gehört er dazu. Gut, dann ist halt das Schönes zu handeln. Waffen. Wir haben Klingenschaden 15. Ach, da lassen wir das jetzt einfach. Ist egal. So wichtig ist das nicht. Lass mich jetzt in die Stadt. Gut, wenn du willst, lass ich dich rein. Vorausgesetzt, du hast das Gold. Die 50 Tacken habe ich. 100? Ich denke, er wollte 50 haben. Also nicht vor uns, was ist am 5. Na, was ist? Ja, hier ist dein Gold. Habe ich nicht richtig zugehört. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Pass auf, du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Viel Glück, du kannst es brauchen. So, okay. Erstes große Ziel erreicht. Wir sind in der Hafenstadt. Wie gesagt, es ist ganz gut, wenn man sich in der Hafenstadt ein bisschen umsieht, bevor man sich für eine der beiden Gemeinschaften entscheidet. Einfach aus dem Grund, dass es hier viele Quests gibt, die am Anfang schon ein paar Level bringen. So, hier ist eine Wache, hier ist ein Bauer. Eine Kuh. Das sieht ja schon mal verdammt nach einer Stadt aus irgendwie. Naja. Gut. Okay, da wird mir sicherlich gleich der Erste über den Weg laufen, der irgendwas von mir möchte. Arno. Hast du vielleicht ein paar Münzen für eine arme Als wenn ich es geahnt hätte. Wir haben kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Tja. Komm, wir sind dort mal. Hier hast du 25. Großzügig. Danke, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Hast dich doch schon bedankt. Ja, schon gut. Nochmal danke. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es für uns Bauern in der Stadt ist. Das klingt nicht gerade helle. Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Ja, klar. Martha, meine Frau ist schwer krank und ich befürchte das Schlimmste. Ich glaub, bestimmt ein Stadtheiler hier. Was stimmt nicht mit deiner Frau? Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruinen. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen. Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Na klar so. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe, Meister Belschwur kann... Belschwur, ne, den schaue ich, den suche ich noch auf, keine Sorgen. Wer ist Meister Belschwur? Ein Magier aus der Vulkanfestung. Du findest ihn hinten, in der Gosse, am Schrein der Flamme. Er ist der Einzige, der sich um uns Bauern kümmert. Oh, okay, alles klar. So, da ist die Martha, die liegt ein bisschen flach. Ich will nur schlafen. Okay. So, dann haben wir hier doch schon jemanden. Oh, ein Apfel, den nehme ich mit. Der sieht doch schon wieder ein bisschen zwielichtig aus. Okay, was will der denn von mir? Du bist doch neu hier, oder? Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, Jupp. Wie? Ja, ich komme von draußen. Du brichst einfach das Gesetz des Inquisitors und leugnest es noch nicht mal. Du solltest vorsichtiger sein. Wenn du das den falschen Leuten erzählst, kannst du großen Ärger bekommen. Genau wie ich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Gut.
Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was krumme Dinger sind. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Aber von mir. Oh, vielleicht. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken, weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Das zieht sich heute mit Gesprächen hin. Es wird sich wahrscheinlich die nächsten zwei Folgen so ziehen oder drei Folgen, dass ich viel am Zuhören bin und ihr in dem Fall auch. Von dort versucht er uns fertig zu machen. Aber es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Leute hier kennenzulernen. Nun gut. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Mhm. Was gibt's denn Schönes hier? Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Diebstahl, das macht man doch nicht. Genau das. Ich kann aus dir einen du Lump. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Ich will aber nicht in eure Bande. Wie kann ich dir helfen? Costa der Pfandleier macht hier wie kann ich dir helfen? Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Na dann. Ich bringe dir dein Gold. Kümmere ich mich mal drum. Es ist Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir wenn du darauf stolz bist in der Gosse. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke. Ja, das ist schon eine Menge. Die Hälfte kannst du behalten. Klingt eigentlich fair, aber naja, wie gesagt. Das ist mir völlig egal. Ich glaube, ich werde mich da ein bisschen auf eine andere Seite schlagen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Baseballschläger? Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen, und das willst du ja nicht. Nope. Gut, so, da haben wir schon den besagten Ordenskrieger, der den... Wie hieß er? Delgado? Der den Delgado im Auge behält. Reden wir doch mal mit denen. Warte, ich bin Sabrosa. Sabrosa. Ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado der klingt hast. Doch und? Du solltest stramm. Darauf achten, mit wem du dich einlässt. Was weißt du über Delgado? Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Sie stehlen, lügen und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Okay, wenn du das sagst. Was unternehmt ihr wegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Die helle Barte ein bisschen weit oben fest, oder? Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen also das normalerweise fasst man die ich nicht an der Klinge mich an. Um Delgado. Ja, gut. Warum schmeißt ihr die Banditen nicht einfach aus der Stadt? Meinst du, das haben wir nicht probiert? Die Galgenvögel tauchen immer wieder auf. Keine Ahnung, woher das die kommen. Das ist jetzt nicht so... Nein, wenn du willst, dass die Typen verschwinden, musst du dafür sorgen, dass sie nicht wiederkommen wollen. Wenn du uns helfen willst, musst du dich entscheiden. Hilfst du denen, werden sie hierbleiben. Hilfst du uns, werden sie verschwinden müssen. Ich habe hier einiges zu sagen. Wie kann ich euch helfen? Ich muss herausfinden, was Delgado plant. Seit ich ihn beobachte, hält er sich zurück. Aber er hat irgendwas vor. Du kommst an ihn ran und kannst es für mich herausfinden. Zusammen werden wir seine Pläne vereiteln. Okay. Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Es gibt nicht viele, die sich freiwillig melden wollen. Unser Kommandant wird das zu schätzen wissen. Wir können dich ausbilden, ob als Magier oder Ordenskrieger.
Die Entscheidung liegt dann bei dir. Na, das klingt doch gut. Und du bekommst natürlich auch eine Belohnung für jeden. Genau darauf möchte ich hinaus. Wie hoch ist die Belohnung für 200. Ah, 100 ehrlich verdiente Goldstücke. Ja, dann. Delgado will beim Pfandleiher Costa Schutzgeld erpressen. Lass mich raten. Du sollst das übernehmen, weil er sich nicht traut. Ja, Costa nimmt anscheinend die Bauern aus und die Banditen wollen ihren Anteil. Costa kam mir schon von Anfang an komisch vor. Delgado braucht dringend Gold, sonst steigen ihm seine eigenen Leute auf den Kopf. Das hört sich gut an. Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Willst du mir helfen, Delgado zu erledigen? Yes. Was soll ich für dich tun? Du wirst zum Schein für Delgado arbeiten und das Gold von Costa besorgen. Aber anstatt es ihm zu geben, gibst du es mir. Ich werde dann dafür sorgen, dass es die rechtmäßigen Besitzer zurückgibt. Ja, das klingt doch ehrenhaft. Verstehe. Wenn Delgado nicht an Costas Gold kommt, bekommt er Probleme. Vielleicht verlässt er sogar die Stadt. Ja, das klingt doch schon mal gut. Damit werde ich mich aber erst später befassen. Mana-Wurzel. Schön, schön. So, dann haben wir hier Elias. Hast du dich schon umgesehen? Ein wenig. Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Du bist also Händler? Nein, nicht wirklich. Ich bin Bauer. Ich verkaufe die Sachen nur, weil ich es muss. Zum Glück bin ich nicht gezwungen, zu Costa zu rennen. Hast du ein Glück? Wieso? Was ist mit Costa? Er ist ein Betrüger und nutzt unsere Situation schamlos aus. Tja, solche Leute gibt's immer. Er kauft ihnen ihre Waren weit unter Wert ab und verkauft sie dann weiter. Also wenn du ein gutes Werk tun möchtest, sieh dir meine Waren mal an. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, der Typ. Warum verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Sollen wir etwa ins Händlerviertel rennen? Nein, die Händler dort wollen uns nicht haben. Wir haben nicht genug Gold, um ihre Waren zu kaufen. Selbst die Weißen wollen uns da oben nicht sehen und jagen uns davon. Da bleibt vielen von uns nur der Gang zu Costa. Okay. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Es gibt 3 Viertel in der Stadt. Wir sind hier in der Gosse. Und das 4. Viertel? Das ist die gesamte Straße oberhalb des Hafens. Weiter unten am Wasser ist das Hafenviertel. Es reicht vom Leuchtturm bis zu den Lagerhäusern. Okay, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Gefängniszelle am Ende. Hätte ich bloß nicht gefragt. Im Händlerviertel leben die reichen Bürger und Händler. Dort ist auch das große Haupttor der Stadt. Ja, gut, das sparen wir uns. Und Waren schaue ich mir trotzdem mal an. Äpfel, wie gesagt, die nehme ich mit. Ah ja. Ich glaube, die nehme ich auch mit. Das ist echt viel Geld am Anfang. Nee, ich lasse das erstmal. Mache ich später, wenn ich ein bisschen mehr Kohle habe. So, hier ist Fuller. Das ist der Schläger von Costa, der da drüben ist. Mit dem rede ich erstmal. Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Okay. Ist ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen. Ich werde nur bezahlt, um hier aufzupassen, also frag mich nicht sowas. Worauf passt du auf? Auf Costa, er will keinen Ärger. Ärger mit wem? Gäste, die nicht zahlen oder sonst jemand, der ihm ans Bein pissen will. Okay, du bist ein Schläger. Du bist also ein Schläger. Sogar ein ziemlich guter. Wo ich hinschlage, wächst kein Gras mehr. Arbeitest du für Costa? Hi, hier verdiene ich wenigstens ein bisschen Gold. Unten am Hafen ist nichts mehr zu holen. Keine Schiffe, keine Arbeit. Dann doch lieber hier aufpassen. Gut, mit dem lege ich mich später an. Costa. Willkommen, ich bin Costa, der Pfandleiher. Wenn du irgendwas brauchst, ich kann es dir besorgen. Nein, danke. Was verkaufst du so? Alles, was ich in diesen schwierigen Zeiten auftreiben kann. Ich habe Waffen, Tränke, Schmuck, Spruchrollen und vieles mehr. Wenn du es brauchst, kann ich dir sogar ein Bett besorgen. Wo bekommst du deine Waren her? Brauche ich nicht. Wenn keine Waren mehr in die Stadt hineinkommen, muss man halt das verkaufen, was bereits hier ist. Wie meinst du das? Die Bauern. Die armen Schweine haben kaum genug zum Leben. Das ist eine Drecksau. Bei Goldmünzen verkaufen sie mir auch ihr letztes Hab und Gut. Du beutest die Bauern aus. Ausbeuten? Hey, niemand zwingt sie an mich zu verkaufen. Wenn sie glauben, sie müssen ihren Familienschmuck gegen ein warmes Bett eintauschen, ist das ihr Problem. Wenn sie Almosen wollen, sollen sie zur Benchmur gehen. Ich mache Geschäfte und habe nichts zu verschenken. Naja.
So, das warten wir mal noch. Wo kann ich schlafen? Es ist keine gute Idee, einfach so in wildfremden Betten zu übernachten. Ich möchte ein eigenes Haus. Damit handelst du dir nur Ärger ein. Aber du kannst bei mir schlafen. Im oberen Stockwerk stehen ein paar Betten. Ich verlange nicht viel dafür. 30 Goldmünzen. Dafür sind meine Betten sauber. Und du kannst ja, das ist jetzt im Moment nicht notwendig. Das machen wir später. Schauen wir uns noch kurz sein Angebot an und dann... Oh, hier gibt es schon ein bisschen mehr Sachen. Ach, so war das hier in dem Spiel, genau. Es gibt ein paar Gegenstände, mit denen man Tiere ausweiden kann. So, eine Machete. Gut, das soll jetzt erstmal nicht so wichtig sein. Das schauen wir uns beim nächsten Mal nochmal genauer an. Beziehungsweise, ich brauche das jetzt nicht sofort. Das heißt, an dieser Stelle höre ich wieder auf mit dem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!